das funktioniert, wissen wir erst, wenn das Video fertig ist. Witzigerweise, Leute, die mich hier schon mal besucht haben, mit meinem kleinen Flomp-Elixier hier, sagen immer, kommen hier so rein und sagen, oh, ist das klein. Ne? Sieht im Internet immer so schön groß aus, ist es nicht. Ne? Sind gerade mal 10 Quadratmeter oder so. Und da muss man natürlich auf engstem Raum möglichst viel Möglichkeiten haben, sich Möglichkeiten zu erschaffen. Von daher, eine super Fotokamera-Ausrüstung am Start, ne, um das hier zu filmen, geht aber nicht, weil Winkel passen überhaupt nicht. Da kriege ich mich gerade mal so drauf oder was. Von daher tun es immer GoPros. Die Dinger sind echt nicht schlecht. Wieso geht das bekackte Ding jetzt nicht an? Und mit denen mache ich dann hier so den Scheiß, den ihr dann immer so euch reinfahren könnt. Ne? Was ihr natürlich tut, weil ihr geil drauf seid. Oh, habt ihr euch was getan? Entschuldigung. Alles gut bei euch? Prima, tut mir leid. Geil hier bei so GoPro-Dingern auch. Man hat dann hier so eine App drauf, ne? Schaltet Bluetooth ein. Drückt dann diese App und dann kann man mit dieser App hier diese Kamera steuern, also on-off. Ne? Bei Greenscreen-Aufnahmen gilt es immer unheimlich viele Einzelheiten zu beachten. Achso, der hat gemeckert, weil ich hier keine SD-Karte drin hatte in der Kamera. Etwas ist schief gelaufen. Forscher konnte nicht gestartet werden. Okay. Zum Beispiel weiß ich nicht eine einzige und ich mache das jetzt einfach. Habe ich bis jetzt immer so gemacht. Ich habe jetzt schon zweimal Greenscreen gemacht. Und nachdem ich den Keller wieder auf Vordermann gebracht habe, haben wir an alle Eventualitäten gedacht. Also wir, ich und mein Ego. Und zwar, dass man auch das Licht steuern kann. Irgendwie so, ne? Cool, oder? Ich wollte jetzt nicht zu hell machen. So weit. So, alles im Bild, einigermaßen. Naja, fast alles im Bild. Ein bisschen rumspacken hier. Was habe ich denn vor? Ich habe vor, mich dreimal zu unterteilen. Das heißt, ich nehme mein Gesicht jetzt auf, während ich so tue, als würde ich zu dem Lied singen und schneide das dann dreimal durch, so dass das immer andere Bewegungen geben soll. Dazu habe ich jetzt noch irgendwie ein schönes Beleuchtungselement mir an Land gezogen, was ich höchst professionell betreibe mit einem Mehrfachstecker, um es ein- und auszuschalten. Das sieht dann so aus. Das soll irgendwie noch mal ein bisschen mehr Unruhe reinbringen in das Bild, weil ich möchte dieses Video möglichst so gestalten, dass es so ein bisschen kaputt wirkt. Das stimmt hier nicht mit dir. Aber ihr seht, es dauert manchmal eine Weile, bis man überhaupt anfängt, irgendwie in irgendeiner Form irgendwas zu machen. Wieso geht die nicht an? Gut, dann habt ihr keinen Saft mehr. Wo kriege ich denn jetzt Saft her? Ist gut, wenn man sich mit seinem Equipment auskennt. Für Notfälle. Ja, man macht hier alles alleine, ne? Wenn man sagt, ich bin eine One-Man-Band, dann muss man auch alles alleine machen. Und dann geht auch vieles schief und dann muss man alles ein paar Mal machen. So, nachdem wir dann hier irgendwie Stündchen zwei vor der Kamera rumgespackt haben, haben wir natürlich Material. Und das befindet sich dann hier auf dieser SD-Karte, die wir Gott sei Dank, bevor es losgegangen ist, noch in die Kamera reingeschoben haben. Und dann müssen wir uns dann erstmal alles angucken. Schauen, ob eventuell irgendwas dabei ist, was überhaupt nicht zu gebrauchen ist. Man kann sich dann hier auch so Notizen machen. Weiß ich nicht, Track so und so. Bei Minute 1,44 besonders brauchbar. Muss ich selber lachen. Gut. So, das ganze Zeug auf dem Rechner überspielen, damit man das dann hinter in dem Beschneidungsprogramm alles so ein bisschen nacharbeiten kann. Damit das auch nach was aussieht. Zumindest versuche ich das. Bin immer Freund davon, wenn man dann gerade irgendwas vor der Kamera macht, irgendwie rumhampelt oder so, dass man eine Szene lieber dreimal macht. Und einfach dann mehr Material hat, um zu füllen, weil du hast total oft, wenn man so ein Video zusammenschneidet, jetzt habe ich da so eine 5-Sekunden-Lücke, da ist irgendwie passiert nichts, habe ich entweder blöd weggeguckt oder zu früh auf Stopp gedrückt und dann hat man immer die Möglichkeit, noch irgendwas dazwischen zu kasematuckeln, wenn man dann irgendwie irgendwas mal ruhig etwas öfter filmt. In dem Video sollen ein paar Schlagworte oder auch Textzeilen aufploppen. Dafür wollte ich keine Standardvorgehensweise vonstatten gehen lassen. Deswegen habe ich mit Stift und Papier mühevoll und mit viel Liebe solche Schlagworte aufgeschrieben. Ne? Oder war auch hier so ein
geiles Kunstwerk. Wer keinen vernünftigen Gitarrenverstärker hat, muss ich halt einen malen. Ne? So geht das hier. So, und dann nimmt man das natürlich, legt das in den Scanner und dann hat man es auf dem Rechner. Ich mache mir das alles etwas einfacher. Ich nehme mein Mobiltelefon, fotografiere das ab und verschicke mir das dann als E-Mail. Ich habe jetzt extra eine kleine Pause gelassen, damit die Grafikdesigner-Profis in Ruhe aufatmen und stöhnen können. Ja, genau. Also, das wird dann via E-Mail an mich selber geleitet und dann habe ich es auf dem Rechner drauf und dann kann ich es bearbeiten. So, wie schon vorher gesagt, habe ich dann diese schöne Zeichnung an mich selbst geschickt via E-Mail. Jetzt habe ich hier noch so eine Funktion, die nennt sich Schwellenwert. Da findet dann das hier statt. Da wird die Schrift noch mal ein bisschen schwärzer. So, und jetzt kommt der Zauberstab ins Spiel. Den finde ich hier unten und kann dann die einzelnen Buchstaben so anwählen. Klick, 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 klick. Dann sind die freigestellt. So, und dann ziehe ich das rüber auf eine schon vorbereitete Ebene, die ich schon gebaut habe, mit transparentem Hintergrund. Das bewirkt, dass ich, wenn ich das ins Video lade, man tatsächlich nur die Schrift sehen kann. Und die kann ich mir dann immer noch so hin und her schieben, wie ich das gerne hätte und wie ich das möchte. So, und wie das dann hinterher aussieht, zeige ich jetzt nochmal ganz kurz in einer sehr kurzen Sequenz. Die aufmerksamen ZuschauerInnen von euch haben gesehen, es stand nicht nur ein Wort, also nicht nur Suff auf dem Zettel. Die anderen habe ich natürlich genauso bearbeitet, wie gerade gezeigt. Und das sieht dann, wenn es fertig ist, so aus. Noch eine ordentliche Kotzerei da rein. Muss ja alles gemacht werden. Damit es so aussieht, wie es aussieht, habe ich ein paar Effekte auf die Videospur gelegt. Wie es im Original aussieht, ist dann hier zu sehen. So, liebe Leute, ich wollte euch mal gerne einen kleinen Einblick darüber verschaffen, wie das funktioniert mit den DIY-Videos aus dem Hause Flomp. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und habt es bis zum Ende geschafft. Das fertige Produkt, sprich das fertige Video, könnt ihr euch natürlich gerne auf meinem YouTube-Kanal reinpfeifen, wie auch so manch anderes Video, welches ich schon veröffentlicht habe. Und möglicherweise werde ich auch in nächster Zeit mal einen kleinen Mitschnitt darüber machen, wie so ein Flomp-Song entsteht. Sprich, wie ich mir das ausdenke, wie ich es dann aufnehme. Könnte vielleicht den einen oder anderen interessieren. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken und wünsche euch nur das Beste. Habt es gut und vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.